Seit 1964 verbindet die Hans-Martin-Schleyer-Brücke die Esslinger Stadtteile Mettingen und Brühl. Seit 18. Januar 2021 ist das monumentale Bauwerk komplett gesperrt. Bis Juni 2023 bleibt die Brücke über den Neckar geschlossen. Bis dahin wird sie komplett ab- und wieder neu aufgebaut. Warum das Großprojekt erforderlich ist, dazu Esslingens Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger. Ja, die Hans-Martin-Schleyer-Brücke leidet, wie übrigens sehr viele Brücken in Deutschland insgesamt, unter technisch formuliert Spannungsrisskorrosion. Das heißt nichts anderes, als dass beim Bau in den 70er Jahren Stahlsorten verwandt wurden, die spröde geworden sind und die zu reißen drohen. Und weil das eine Spannbetonkonstruktion ist, kann man diesen Stahl nicht erneuern. Man muss die Brücke insgesamt erneuern, abbauen, abbrechen und durch eine neue Brücke ersetzen. Und das beginnt jetzt mit dem Abbau des Rohbaus, also aller aufbauten Geländer und. Und im März wird dann Stück für Stück die alte Brücke in 100 Tonnen schwere Teile zerschnitten, herabgelassen auf Pontons im Neckar und abtransportiert und ab mutmaßlich August in diesem Jahr dann durch eine neue Brücke ersetzt werden. Dauert aber insgesamt bis Mitte 23, also ab heute 2,5 Jahre, keine Querverbindung hier auf der Hans-Martin-Schleyer-Brücke. Das muss ersetzt werden über die Hafenbahnbrücke Richtung Stuttgart oder über die Vogelsangbrücke in Esslingen. Der Umbau der Hans-Martin-Schleyer-Brücke wird rund 27 Millionen Euro kosten. Welche Herausforderung bei diesem Projekt im Vordergrund steht, dazu Thomas Blind, der projektverantwortliche Ingenieur. Die besonderen Herausforderungen liegen eigentlich beim Abbruch bei der Brücke. Sie ist mit 186 Meter Länge und 1350 Breite, ist die 2500 Quadratmeter Fläche, die wir abbrechen müssen. Und wir haben eigentlich nur ein Zeitfenster über dem Neckar von 14 Tagen, vom 14. Juli bis zum 17. Juli. Und in der Zeit muss alles vorbereitet sein, dass der Abbruch dann eben läuft.